So. Aber es läuft bisher, muss ich echt sagen. Also wir haben jetzt schon eine Quest wieder erfüllt. Wir haben schon ein bisschen was erreicht. So, und dann werde ich gleich nämlich mal kurz die Kleidung nochmal wechseln, damit der Boni, also beziehungsweise der Negativeffekt des Bonis erstmal verschwindet. Weil dann können wir nämlich tatsächlich die Truhe knacken. Nimm die Kleidung, so. Dann müsste er es hinkriegen. Also ihr seht, der Balken geht schon ziemlich schnell. Und je schneller der Balken geht, desto besser läuft es. Jogshots, Aufnahmen von Badeanzügen mit 98%iger Wahrscheinlichkeit ist dabei wer ausgeflippt. Ja, wahrscheinlich die Ehemänner der betroffenen Damen. Könnte ich mir vorstellen. So, dann besuchen wir auch gleich nochmal nebenbei Mercurio, wenn wir schon hier sind. Ziehen uns vor ihm um, da freut er sich. Ich brauche ein paar Sachen. Hast du irgendwas Neues, was mich umhaut? Nicht so wirklich, ne? Nee. Es haut mich nicht wirklich von den Socken, Mercurio. Daran musst du noch arbeiten, mein Freund. Gut, dann werden wir jetzt erstmal zu unserem Apartment zurückkehren. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Gary jetzt haben wollte. Ehrlich gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen. Ich guck mal unter Hollywood. Gary hat ein Poster von Ming Zhao für ein Video. Ah, er will genau das Video haben. Alles klar. Das passt ja dann hervorragend. Ihr kennt ja das Prozedere schon, wie wir da rankommen. So, einmal in die Zuflucht, bitte. Ich weiß, es ist dann nicht sonderlich spannend, aber immerhin. Und wenn ihr das mal selber dann spielen wollt, dann wisst ihr schon mal, wie ihr vorgehen müsst. Oder könnt. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also, ihr müsst es nicht genauso viel machen wie ich. Könnt ihr auch gerne anders machen. Ist ja ganz klar, hat ja jeder seine eigene Spielweise und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Weil es wäre schlimm, wenn alle Leute gleich so spielen würden, wie ich das tun würde oder wie jemand anderes das tun würde. Eine E-Mail. Das kann doch nur die von Gary sein. Raketenwerfer zu verkaufen. Von Gary. Boss, ich habe da noch ein Poster, das bei mir Staub ansetzt. Eine von den Anarchen hat vor ihrem Kuss ein künstlerisches Foto von sich machen lassen. Falls du Interesse hast, gehört es dir. Ich bin jetzt gerade in der Zeile verrutscht. Da, zum Spottpreis von einem Holzspielzeug von einer Requisite aus dem Film Das Glitzern. Ist vielleicht bei Metalhead Industries zu finden. Du hast schon mit Mitnick geredet, oder? Steck sie in den Briefkasten. Wie immer. Ja, das ist das Holzspielzeug, das wir rausgeholt haben. Das können wir dann somit auch als nächstes in den Briefkasten reinstopfen und kriegen somit dann das nächste Poster. Einmal das Holzspielzeug und ihr kennt das wieder. Einmal raus und einmal rein. Und nochmal das Buch Nord. Meine Güte, in den letzten zwei Aufnahmen wurde das, glaube ich, schon viermal oder so eingeblendet. Und et voilà! Das Holzspielzeug ist nicht mehr da. So, dann schauen wir nochmal. Eine E-Mail. Dürfte bestimmt wieder von Gary sein. Nigerianischer Antrag. Vertrau, da steht nichts weiter. Bist du technisch versiert, Boss? Mitnick will nämlich ein spezielles Namensschild mit integriertem Transponder-Chip. Keine Ahnung, wofür er das braucht, aber im Tausch gibt es ein Poster von Tawny Sessions, das ihr mir ja bis jetzt noch nicht in die verärgerten Knauen bekommt. Ah, ja, hier ist jetzt das Poster von Damsel. Ja, das ist Damsel. Da haben wir Ming Zhao, auch wenn das Foto ein bisschen nachbearbeitet wurde, Velvet und Janet. Und ein Foto fehlt noch. Und ich bin mal gespannt, was dann für ein Foto kommt. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Einmal das Namensschild, das wir geklaut haben, um eine falsche Fährte zu legen, ne? Ist klar. Und trotzdem ziehen die Nosferatu daraus ihren Nutzen. So, und wieder rein. Also ihr seht, das Spiel hat sich schon so daran gewöhnt, dass die Ladezeiten immer schneller vonstatten gehen. So. Und dann gucken wir jetzt nochmal auf unseren Lappy. Pflock-Nachbildung. Hey Boss, ich hab da noch einen Job für dich. Einer unserer Forscher des Okkulten möchte einen zerdrückten Kelch des Hasses in seinen Besitz bringen, der sich irgendwo in Chinatown befinden soll. Ich würde dir dafür ein Poster von Emelia anbieten, als sie noch in voller Blüte stand. Also das, was wir wahrscheinlich beim Kopfgeldjäger gesehen haben.
Also von vor meiner Spezialbehandlung, auch ein Wort, das ich damals sehr gerne benutzt habe, kann wieder so ablaufen wie gehabt. Gut. Und alle Poster sind verschwunden. Ist es nicht schön? Ich liebe dieses Spiel. Gut, wir sollen also einen Kelch des Hasses suchen, der sich irgendwo in Chinatown befindet. Achso. Es kommt von draußen. Ich wollte gerade sagen, ich denke, mein PC ist schon wieder am Aufdrehen. Das Geile war nämlich, als ich heute nämlich meinen PC hochgefahren habe, da dreht er wieder so ein bisschen durch. Das hat aber einen ganz einfachen Grund, weil meine jetzige Grafikkarte, eine Nvidia GeForce 960, die hat nämlich gerne mal die Neigung, dass von zwei Ventilatoren nur einer funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und dann mache ich das nämlich so, wenn ich einmal ganz vorsichtig nochmal nachdrücke. Dann funktioniert er auch. Und dann beruhigt sich der PC auch wieder. Also das ist ganz kurios. Also wenn ihr mal selber so eine Grafikkarte haben solltet und euer PC ist so laut, weil der Lüfter so laut ist, dann könnte es daran liegen, dass einer der Ventilatoren möglicherweise nicht funktioniert. Dann braucht ihr einfach nur mal ganz zart, also nicht so richtig brutal, richtig übel, sondern einfach nur zart ran, nochmal ein bisschen nachdrücken und dann sollte das in Ordnung sein. So mache ich das bisher immer. Und das funktioniert auch ganz gut. Das kennen wir schon. Gut. Dann werden wir jetzt mal diesen netten Laden hier betreten. Und ich werde natürlich auch noch den besten Kumpel vom Laszlo besuchen, den Verkäufer hier. Denn es gibt hier auch einen Verkäufer und das ist nicht der hier. Something in the store for everybody. Ach ja. Everyone gets what they deserve. Was soll das denn so heißen? I'm reminded of a story. A thief named Lin was asked to steal an emerald for the head of his gang. The gem belonged to a man in a Hong Kong triad. Most would refuse this danger, but Lin was anxious to do it, and indeed he did. Aha. When Lin returned, he did not want to part with the emerald he stole. He felt that the trouble he went through to take it made his ownership legitimate. The man who hired him did not feel the same way. Nor did the man he stole it from. Do you know what happened to Lin? Keine Ahnung. Er starb. Lin was caught. One man has his gem back, but Lin's employer has nothing. I'd heard this tale from him when he visited my store. Sadly, I had nothing to sell him. Worauf wollen Sie hinaus? Lin's eyes wanted more than his hands could keep. Ambitious eyes are, sadly, not for sale here at the moment. Though I do have a buyer interested. Do you know when the next eye harvest is, by chance? Augenernte? Lin's body is being kept in a freezer in the back of a local noodle shop, I hear. There are people there who want him intact. But I think his eyes would fill my shelf nicely if they were to wander in. Eye gouge hell, a fitting punishment for Lin. Das ist krank. Ich hole sie. I knew you would. What other reason to waste words on the ill-fated? Verkaufen Sie Waffen? I sell things many would find cruel, but weapons? No. Wie ist Ihre Geschichte? How rude of me not to introduce myself. You may call me Mr. Ox. This is my shop. Do you find it interesting? There are no two like it on the road to hell. Sie sollten vielleicht Ihren Werbefritzen entlassen. Entschuldigung.
So, und dann werden wir uns jetzt auf die Suche nach Lins Augen machen und sie ihm entnehmen. Also wie gesagt, ich werde erstmal hauptsächlich die Nebenquests anpacken. Und da ich ja die Quest von dem Wong Hu im Red Dragon so ein bisschen als Hauptquest zähle, werde ich die später machen. Ich glaube, hier muss ich rein, ne? War das nicht so? Ja, du rauchst du mal da schön einen in der Gasse, das sieht ja keiner. Ist das eigentlich in den USA erlaubt, in der Öffentlichkeit zu rauchen? Ich weiß das gar nicht. Ach Mensch, die waren aber schnell tot. Es ist ein gekonnter Hieb gewesen und das war's dann. Das ist auch mal geil. Ah, da haben wir ihn ja. Augäpfel. Augäpfel? Dafür kriegen wir 2 Punkte. Also für jedes Auge 1 Punkt. Und ist hier vielleicht irgendwo noch ein verdellter Kelch des Hasses? Zufällig? Er hat sie nicht. Und da können wir nicht hin. Jedenfalls noch nicht. Da kommen wir aber noch hin. Da gibt es nämlich noch einen anderen Bereich, wo es eine andere Quest gibt. Und um die Quest werden wir uns auch noch kümmern. Also wie gesagt, ich versuche nach Möglichkeit wirklich alle Nebenquests, die ich hier kriegen kann, mitzunehmen. Vor allen Dingen auch, damit ich mich erstmal schön skillen kann. Und ich werde mal... Ach, mein Überreden ist ja schon auf 7, sehe ich gerade. Manipulieren ist auf 4. Also beziehungsweise das Falschen ist auf 4. Sinneswahrnehmung ist auf 3. Das brauchen wir aber auch nicht wirklich. Weil die meisten Sachen, die man finden kann, die weiß ich auch schon so, wo sie sind. Deswegen, also wenn das jemand mal blind spielen sollte, ist es durchaus von Vorteil, aber so. Hier sind die Augen. Yes. They stare ambitiously. Hello, Lin. Do you like it there? These are an excellent addition to my shop. Here, please accept this as a fair trade. I have another task. If it piques your curiosity. Wir haben gerade Elizas Herz bekommen. Ich habe aber keine Ahnung, was das bringt. Ich habe das total vergessen. Lassen Sie hören. I need you to be a bad luck farmer. Do you know what this is? Nein, aber vielleicht sagen Sie es mir. A customer has bought an unlucky talisman from me and wishes it delivered to an enemy of theirs. I need you to place this in the locker of a patron at the Lotus Blossom Massage Parlor so that the bad luck can bloom. Mehr nicht? Okay, das mache ich. My customer has placed a black circle on his enemy's locker. Plant the talisman. Bad luck, farmer. Der Kerl ist super. Sicher, ja. Mal sehen, was ich machen lässt. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder rausgehen. Und wir müssen das Lotus Blossom besuchen. Ich glaube, das ist auch der Bereich, wo wir auch noch aus einem anderen Grund hin müssen. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Wir haben 6 Punkte. Ich spare jetzt erstmal die Punkte. Ich will aber erstmal vor allen Dingen wissen, was dieses blöde Herz ist. Da ist es. Dieser glänzende Stein scheint einen flüssigen Kern zu haben. Der Stein selbst ist milchig, durchscheinend, steinhart und alles und andere anders als alles, was Sie bisher gesehen haben. Solange Sie Elizas Herz besitzen, steigt bewaffneter Kampf um 1. Ah. Sehr cool. Bewaffneter Kampf steigt also um 1. Gut, dann werden wir jetzt erstmal tatsächlich doch den Cheng besuchen. Da ist er ja. Cheng. Das ist nämlich der Verkäufer, der uns Dinge verkauft. Ne? Hey! Welcome to Seng's Herbal Remedies. I am Seng. How may I assist you? Jawohl, Sir! Stramm stehen! Sie sehen gar nicht wie der typische Krautmedizinhändler aus. Selling Remedies is honest work. I came to America after discharge from Chinese Herbal Remedies Forces to help aging parents restore. Definitely, I am now American citizen. God bless the Allegiance Flag! Ja, kommen Sie schon. Ich weiß, dass Sie beim Militär waren. Ist ja auch überhaupt nicht offensichtlich. Kennen Sie sich mit Waffen aus? Chinese
invented gunpowder. Yes, I know guns. Haben Sie welche? Hold on, please. These are good remedies for many problems. No credit cards. Excellent. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Aber bitte in den Schränken. Wenn's geht. Und er hat sogar neue Kleidung. Schweres Leder. Was, glaube ich, sogar mein Lieblingsoutfit ist, wo ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher bin. Und er hat das Original-Katana. Ich weiß aber nicht, ob wir das tatsächlich auch kriegen. Ich meine aber, dass wir das kriegen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich kauf's einfach mal. So, dann haben wir das Original-Katana. Wir haben jetzt nicht nur die Kopie, sondern jetzt auch das Original. Denn wir wissen ja alle, nur Original ist legal. So. Und dann werde ich mir auch gleich mal die neuen Klamotten überwerfen, damit wir ganz schick aussehen in der Öffentlichkeit. Und wir statten das originale Katana aus. Ist das ein geiles Outfit, Leute? Ich finde ja. Vor allen Dingen, ich liebe diese Mäntel, die bis zum Boden reichen. Ich finde das so geil. Das sieht so geil aus. Aber leider ist es auch übrigens das fünfte Mal jetzt, das Buch Nord. Ich finde das übrigens sehr interessant. Gerade da verpackt sich das Spiel nämlich sehr gerne mal. Gerade was die Kleidung angeht, weil ihr seht ja, ne, Kleidung ist nicht gerade kurz, ne? Weil Mantel reicht fast bis zum Boden und so, ne? Das ist übrigens mein Lieblingsoutfit von Inventure, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich finde das so ein bisschen schade, dass die Tree mehr das nicht haben.